Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Wir haben das letzte Mal das Level mit der mit dem Schloss, kleinen Schloss hier links von uns beendet und sind nun auf dem Weg zu den Blüteninseln, die direkt vor uns liegen. Das ist ein wunderschönes Archipel, ja, vom Herzen des Blumenkönigreichs. Denn das Ziel ist immer noch, den Bowser zu schnappen. So sieht's aus. Schön, dass ihr wieder so ein Part eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Und nun sind wir auf den schönen Blüteninseln. Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, ist das etwa... Da ist er ja. Hehehe, meine Piranha-Wolken werden alles Dornfriede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Uhahaha. Okay, das ist doch mal eine Kampfansage. Das ist erst furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, ihn aufzuhalten? Oh, was passiert denn jetzt? Wie? Wo ist denn die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Solche Macht, nur durch einen einzelnen Königssamen. Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gerade gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten. Einen sehr, sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz. Und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Okay, das klingt immer nach einem Plan. Ich freue mich da so. Vielen Dank. Gut, dann sollten wir sogleich zum Wölksengebirge nördlich von hier aufpressen. Es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Da würde ich sagen, let's go. Ich finde auch die Overworld Map so schön gemacht hier. Haus des fleißigen Fischers. Schauen wir da nochmal rein. Bin gespannt. Ach, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen sich die Fische nicht mehr. Was soll ich denn das machen? Da beißen die Fische nicht mehr. Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge. Wir sind... Oh, ich soll nicht auf meiner Reise, um Bowser aufzuhalten. Er ist fort. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Bestimmt. Ja, wenn ich so daran denke, ist die Essen wieder in voller Blüte. Bitte, ich möchte euch helfen, nehmt diesen Wundersamen. Dann habe ich vor langer Zeit an Land gezogen. Ist ja nicht einfach hübsch. Ich finde, es ist toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Ralf, so. Ah, der ist hier orange. Okay, da erstmal waren sie ja blau. Und sie sind orange. Sehr interessant. Ja, Ralf, so, das lassen wir uns doch mal nicht zweimal sagen, ne? Super, super. Und hier ist da hinten gibt es ein neues Upsizen. Eieiei. Upsizen-Test. Delfin-Kick. Dann fangen wir doch gleich mal damit an und da lernen ein neues Upsizen. Die bist du bist ohne Grund eingeführt. Drücke unter Wasser die R-Taste. Mhm. Du hast nämlich so einen Boost wie ein Delfin. Kannst auch das Controller-Sittel machen, ihr könnt es sehen. Ich bin zwar nicht der größte Fan von solchen Unterwasser-Leveln, aber es geht schon. Die Konzentration halt es belasten sollen. Und Bock ist auch wieder Super Mario Maker zocken. Ich schwöre, es wird bald wieder Super Mario Maker mal zocken, wenn das Game durch ist. So immer mal wieder ein paar Level von euch spielen.
Wurde schon fühlen, so es war damals schon echt wild, muss ich sagen. Der zweite Teil war echt cool. Der erste Teil auch, aber der zweite war noch cooler. Und wir könnten aus Nostalgie-Gründen nochmal wieder den ersten spielen, wie ich es finde. Das wäre doch was. Das stellt man vor, man hätte hier noch irgendwie Gegner oder sowas. Die einen halt noch Druck machen und sowas, dass man halt vielleicht ein bisschen schneller irgendwo durch sollte oder langsamer, ne? Ja, die keusen ein bisschen, ne? Dann quest mal weiter. Ich lasse es einfach ganz fress da. Du schwimmst toll. So jetzt aus. Und yeah, das haben wir auch mal oben geschafft, an die Fahnsange zu kommen. Ja, cool. Immer ein tolles, tolles Schwimmen. Und wir haben ein Kompliment von einer Pflanze bekommen. Was will man da mehr? Das ist doch perfekt. So, wir nehmen sehr natürlich gern dieses, diesen Samen. Den Samen sind sehr wichtig, ne? Wild, wild, das ist es, und wir kommen hier gut voran. Toll gemacht, und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, gesenkt bekommen. Soll ich dich direkt anlegen? Ja, bitte, das machen wir direkt gleich nochmal. Weil ich glaube, das werden wir im nächsten Level brauchen können. Hab so ein bisschen ein Gefühl. Also, los geht's. Ist aber cool, unten auch die Schwierigkeit dran steht, weil die näher wird langsam von Welt zu Welt, von Level zu Level natürlich mehr. Und da werden noch bei ätzendere Phasen kommen. Das bedickt es einfach so mal an dieser Stelle. Wie gesagt, nächste Woche machen wir es dann im lustigen Multiplayer. Das ist quasi das Singleplayer-Let's Play nächste Woche. Nehmen wir das ganze Multiplayer-Let's Play auf. So, zu wird einigermaßen. Aua! Letzter Satz drauf, das war so ein hart unnötig. Wie kommt man denn da hin? Ah, wo kommt der jetzt auf einmal her? Nee, ist klar, Digga. Sind das Ausgeräusch von Mario witzig? Das hört sich irgendwie witzig an. Oh Gott. Ah, die kommen einfach so aus dem Nix. Das bisschen sehr ungut finde. Und das war wieder sehr knapp. Ach du heilige Scheiße. Das war schon das ganze Level, lol. Das wär's ja jetzt, Und wie sagt mir, dass leider gleich wieder ins Wasser reingeht? Bitte nicht. Ich finde halt Unterwasser-Level halt wirklich generell saumäßig schlimm. Und sogar die Blumen können schwimmen. Und singen. Ach du Gott. Sing doch hoffentlich nicht die Blumen wieder. So, die kommt hier bestimmt mal nicht ohne Grund. Und kann man es. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie dranhangeln. Ich habe so einfach ein Gefühl. Dass wir da nach unten gehen müssen. Das Gefühl war richtig. Cool. Okay, das haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Nicht nur ein bisschen verkackt. Ja, also Peacewitz-Aufgaben sind irgendwie nie gut. Ich packe es meistens nicht ab, mein Gott, die sind auch noch optional ist gut. Ab nicht irgendwann an die Grenzen kommen und dass wieder irgendwas nicht freischaltbar ist, aber. Eigentlich sollte das alles nicht so auf 100% ausgelegt sein. Also es sollte... Müsste eigentlich alles passen. So, hier gibt es wieder... Jawohl, ein Checkpoint und... Oh je! Ein LSD-Trip! Boah, das sehe ich auch mal assi vor. Irgendwie die Blume da jetzt gerade verreckt ist. Und was sagt mir, dass wir hier lang müssen? In die Tiefen. Ja, hast du Glück gehabt, ne? Aber komm, jetzt ach so, ich dachte, jetzt wäre alles wieder beendet.
Weiß ich gar nicht, was das da oben ist, wenn man da hinkommt. Das ist auch nicht, Leute. Ouch. Aua. Na, das war ein bisschen unnötig. Aber wir können auch einfach mal probieren, das jetzt irgendwie unehrlich die Treppe zu machen. Schauen mal, wie das Level dann voranschreitet. Das interessiert mich nämlich tatsächlich mal. Ach, come on. Scheiße. So, was machen wir den, damit es halt instant wieder groß wird. Das ist wichtig. Sonst bekomme ich hier gleich ganz andere Probleme. Gut, ich kann zwar diese eine Flossenmanöver nicht machen, aber ist ja wurscht. Aber das ist ja gerade wurscht. Ach, Digga, das ist so unnötig. Ah. Okay, dann tun wir das halt nur als kleiner Baby Mario beenden. Das Level ist okay. Das ist okay. Kann man mal machen, ne? So, und wir haben wieder unser Wundersamen bekommen. Jawohl, so muss das. Das ist doch wunderbar. Wunderbärse muss das. Super, super, duper. Da eben nach oben gibt's für die Leistung. So, das haben wir doch mal sehr gut gemacht. Und wie es weitergeht hier. Wir brauchen ein bisschen zwei von denen. Okay, wir haben die andere Farbe. Sie sind alle zwei von denen. Orange, da haben wir drei. Ja, ist das der Willkommen aus den Freizeiten? Das ist super. Sieht ja mal sehr interessant aus. Und was uns konkret hier erwartet, das, liebe Leute, sehen wir im nächsten Part von Super Mario Bros. Wonder. Bis dann, sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao!